Mit so einer Wallbox hier könnt ihr euer Elektroauto zu Hause aufladen. Das ist super, aber erst richtig gut, wenn ihr das Ganze mit eigens produzierter Energie macht. Von der Solaranlage, vom Dach. Das klingt jetzt so einfach, aber da muss man einige Dinge beachten. Ich bin heute hier bei Kossal, die großartige Produkte herstellen, um euer Elektroauto zuverlässig und effizient kostengünstig zu laden. Los geht's! In diesem Video zeigen wir euch am Beispiel von Kossal-Produkten, wie ihr den Strom von eurem Dach am besten in euer Elektroauto bekommt, wie sich Strom am besten speichern lässt und was man alles dafür braucht. Als Experten haben wir uns dafür Kai Lange geholt, den Field Marketing Manager von Kossal. So, jetzt gehen wir davon aus, ich habe meine Solaranlage auf dem Dach. Das muss man dazu sagen, die Solaranlage bietet ihr jetzt nicht an, da gibt es ja viele, viele Partner. Das ist jetzt auch nicht mehr die größte Kunst, Solaranlagen aufs Dach zu bekommen. Die große Frage ist aber, und das glaube ich, haben ganz viele auch nicht so auf dem Schirm, was passiert denn eigentlich mit der Energie, die meine Solaranlage sozusagen dann abgibt? Weil das ist ja dann nicht einfach so Energie, die dann zur Verfügung steht. Da muss ja noch viel mit passieren. Und da kommt nämlich der hier ins Spiel. Ganz genau. Also die Solarmodule produzieren ja erstmal Gleichstrom, der auf dem Dach anliegt. Und hier brauchen wir natürlich dann einen Wechselrichter, der aus dem Gleichstrom Wechselstrom macht. Dieses Gerät kann in Leistungsklassen verschiedener Art, von 3 bis 10 kW produzieren wir die. Je nachdem, wie groß die Anlage ist, wird dann entsprechende Leistungsklasse auch genutzt und wandelt das Ganze dann um. Das Besondere an dem Gerät jetzt ist, dass wir hier auch nochmal direkt eine Hochvoltbatterie anschließen können. Das heißt, für die Zeiten, wo die Anlage mehr produziert, als ich im Haus verbrauche, wird also zwischengespeichert in eine unserer Batteriepartner. Das heißt, wir produzieren selber keine Batterien, man hat aber die freie Auswahl und es ist wirklich ganz große Flexibilität, je nach Bedarf die korrekte oder auf zu einem selber passende Batterie zu nutzen. Hier kommt jetzt alles zusammen. Wie wir gerade von Kai gelernt haben, geht euer selbst produzierter Strom zuerst in den Hybridwechselrichter, um von Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt zu werden. Und euer überschüssiger Strom, der wandert in euren Energiespeicher. Und wie groß kann man den Speicher eigentlich machen, Kai? Also das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie viel Energiebedarf und wie groß ist die PV-Anlage. Da gibt es bei uns auf der Homepage auch einen kleinen Rechner, den kann man mal ausprobieren mit leichten Schiebereglern, Anlagengröße und Speichergröße. Man ist da sehr flexibel. Los geht's eigentlich mit 5 Kilowattstunden speichern und ja, wenn man möchte, können wir auch bis zu 70 Kilowattstunden tatsächlich hier an den Plenticore anschließen. Also das ist wirklich abhängig von der, vom Energiebedarf und von der Anlagengröße. Das Ganze ist im Netz verbunden mit einem smarten Energiezähler, damit man immer sehen kann, wie viel Strom man produziert, wie viel man verbraucht und wie viel man speichern kann oder sich eventuell noch aus dem Netz beziehen muss. Dadurch, dass der Energiezähler smart ist, kann man sich das Ganze dann eben auch in der App ansehen und zum Beispiel vor seinen Freunden angeben, wer den größten Stromspeicher hat. Die Wallbox ist auch direkt mit dem Energiezähler verbunden, sodass man auch da immer den Verbrauch des Elektroautos sehen kann. Jetzt sind wir mit unserer Reise genau hier angekommen, wo wir hin wollten, zur Wallbox, wo die Energie dann ins Elektroauto eingespeist wird. Ja, ist ein schönes Kabel dran, das ist natürlich alles super, aber die Frage ist ja, was passiert da alles als Logik im Hintergrund? Und da gibt es jetzt verschiedene Modi und da kannst du uns auch mal noch mal ein bisschen mehr drüber erzählen. Ja klar. Also beim Enecto haben wir halt die Möglichkeit, optional eben sogenannte Komfortfunktionen freizuschalten. Eins davon sind also die 4 Lademodi. Wir haben also einmal die Möglichkeit, hier den Lock-Mode, den Power-Mode, den Solar Pure oder den Solar Plus-Mode auszuwählen. Und vielleicht gucken wir uns die jetzt mal ein bisschen genauer an. Wir haben halt natürlich den Lock-Mode, das heißt, wir können die Wallbox vor externer Nutzung eben auch sperren. Das heißt, wenn ich eben zu Hause nicht bin, sperre ich die Wallbox und dann kann halt auch keiner meiner Nachbarn dann laden. Ja? Dann haben wir den Power-Mode, das heißt, da geht alles rein, was geht. Also wenn das Fahrzeug mit 11 kW laden kann, dann wird auch wirklich mit 11 kW geladen. Habe ich zum Beispiel nur ein Hybridfahrzeug, was mit 3,7 kW maximal einphasig lädt, dann gehen halt die 3,7 kW rein. Interessant wird es natürlich jetzt mit dem Solar Pure-Mode, weil wenn wir ausschließlich mit Photovoltaikenergie das Fahrzeug laden möchten, wir haben genügend Zeit, es ist Wochenende oder ich bin zu Hause, dann kann ich hier sehen, ab 1,4 kW lädt ein einphasiges Fahrzeug los, ja, mit 6 Ampere pro Phase geht es halt los und kann dann bis 3,7 kW mitgehen. Das Ganze macht er dann über den Tag so lange, bis dass die Sonne wieder weniger wird, fährt dann runter und hört den Ladevorgang dann bei 1,4 kW wieder aus. Also es wird nur dann geladen, wenn wirklich grüne Energie zur Verfügung steht. Wenn die Solaranlage aber vielleicht nicht ganz so groß ist und das Auto muss
bis abends oder am nächsten Tag eine gewisse Lademenge haben, dann ist dieser Solar Plus Mode klasse. Weil dann kann ich im Prinzip mit einer definierten Mindestleistung schon laden, kann ihm aber sagen, du fängst erst an, wenn ein gewisser Ladeanteil aus der Solarenergie vorhanden ist. Vorteil, du musst dir vorstellen, du kommst abends nach Hause, du weißt, das Fahrzeug steht am nächsten Tag zu Hause. Dann kann ich schon mal alles einstecken. Und in diesem Falle würde jetzt der Ladevorgang erst beginnen, wenn 1,6 kW aus der PV-Anlage kommen. Dann lädt er schon mit 5,5 kW bei diesen vordefinierten Einstellungen, nimmt aber die Spitzen trotzdem mit und hört dann auf, wenn die Solarenergie nur noch mit 1,6 kW unterstützt. Dann habe ich auf jeden Fall sichergestellt, dass wirklich eine gewisse Energiemenge auch im Fahrzeug nachher drin ist. Und das ist genau der Punkt, wieso ich das euch auch mal hier zeigen wollte, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, dass es natürlich total sinnvoll ist, da eine volle Intelligenz zu haben. Also praktisch, wir schauen uns das gleich nochmal an, dass die ganze Hardware zu Hause, also die Solaranlage mit der Wallbox, mit eben so einem Smart Energy Meter, mit einem hybriden intelligenten Wechselrichter perfekt zusammenspielt, weil dann hat man eben nicht so hohe Verluste, man hat ein gutes Energiemanagementsystem, es spielt einfach alles perfekt aufeinander ab und dann bekomme ich natürlich möglichst viel aus der Solarenergie in mein Elektroauto. Jetzt aber die große Frage, der große Traum ist natürlich, ich möchte mein Elektroauto natürlich möglichst gar nicht aus dem Netz laden, sondern nur mit der Solaranlage. Jetzt hast du es ja vorgestellt, Solar Pure, Überschussladen ist natürlich da das tolle Thema. Ist es realistisch? Kriege ich mein Elektroauto wirklich aus der Solaranlage in Kombination mit dem Speicher dann aufgeladen? Wie viel davon? 100%? Gib uns da mal einen kleinen Einblick. Ja klar, gerne. Also es hängt natürlich ganz klar davon ab, wie groß ist die PV-Anlage und welche Jahreszeit haben wir und wie viel muss eigentlich nachgeladen werden, weil das Auto ist ja meistens nicht komplett leer. Nichtsdestotrotz schaffst du es jetzt in den Sommermonaten oder in den Sommerhalbjahr zum Beispiel ein E-Up, ich fahre selber ein E-Up mit einer PV-Anlagenleistung von knapp 7 kW, auch über den Tag wieder vollständig aufzuladen. Im Winter funktioniert das natürlich nicht unbedingt immer so. Wir haben das Ganze aber... Man kann es im Prinzip bei uns im Solarportal nachher dann auch schauen, wie viel ist eigentlich der Anteil. Ja? Und wenn ich einen Batteriespeicher habe, hat er vielleicht unterstützt bei der Ladung. Wir sehen es jetzt hier zum Beispiel mal einen schönen, ja, sehr sonnigen Sommertag. Und hier siehst du dann auch, wann das Fahrzeug geladen wurde. Und vielleicht sogar auch noch ein bisschen mit der PV oder aus dem Batteriespeicher unterstützt nach. Wir wollen natürlich nicht das E-Fahrzeug komplett aus der Batterie laden. So eine große Batterie haben wir meistens nicht zu Hause und das macht auch energetisch keinen Sinn. Aber er kann gut unterstützen, gerade in den Abendstunden oder wenn mal kurz die Sonne vielleicht ein bisschen leicht weggeht. Und wie der Anteil dann nachher ist, siehst du dann wirklich im Portal, wie viel Prozent der Ladung kam aus der Batterie und wie viel kam direkt aus der PV und wie weit komme ich eigentlich jetzt damit? Und da landen wir wieder bei unserem E-Auto, in dem Fall der E-Bulli. Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt setzen wir natürlich nochmal einen oben drauf. Jetzt haben wir praktisch das alles durchgesponnen, wie das praktisch von der Sonne bis in Elektroauto, natürlich auch zu Hause, ja, müsst ihr noch mal wissen, man kann natürlich auch noch mal eine Wärmepumpe anschließen etc. pp. Da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, da kann ich euch sowieso nur empfehlen, checkt unbedingt den Link direkt unterhalb des Videos im Beschreibungstext. Wir können nicht alle Details hier durchgehen, was die Produkte anbieten, aber das ist wirklich ein komplettes System, die haben das wirklich komplett gedacht. Und jetzt kommt noch mal ein kleiner Ausblick in die Zukunft, denn jetzt haben wir hier Elektroautos mit riesengroßen Batteriespeichern. Müsst ihr vorstellen, das ist praktisch, ja, eigentlich fast ein fahrbarer Heimspeicher. Da sind ja was in den Elektroautos teilweise 50, 70, 100 Kilowattstunden drin, das ist richtig viel. Und jetzt kommt der Gag, man kann das natürlich weiter nutzen, weil man kann ja so Strom nicht nur in die Batterie speichern, sondern man kann den Speicher im Auto auch nutzen, das nennt man dann bidirektionales Laden, um die Energie wieder aus dem Auto rauszuholen. Wieso sollte ich das tun? Dazu kann uns Kai vielleicht noch mal ganz kurz einen kleinen Ausblick geben. Wie gesagt, das ist aktuell noch so ein bisschen Zukunft, aber ihr arbeitet daran. Ja, richtig. Also Kostal ist heute schon in einem Projekt, wo 50 Fahrzeuge bidirektional betrieben werden, um einfach schon mal zu zeigen, es funktioniert. Nichtsdestotrotz gibt es noch ein paar bürokratische Hürden zu nehmen und auch normative Geschichten, die noch geklärt werden müssen. Wir gehen heute davon aus, dass wir ab 2024 eine bidirektionale Wallbox, die auf der Gleichstromseite das Fahrzeug lädt und auch wieder die Energie auf der Gleichstromseite rausziehen kann, um sie dann eben im Haus auch zu nutzen zu können. Und nicht nur das Auto
Da habe ich auch noch nicht so oft drüber nachgedacht, sondern ihr habt ja natürlich die Möglichkeit, ne, da sind ja praktisch dann die Speicher auch zu Hause, die da stehen und ja auch genutzt werden können. So, ihr arbeitet sogar daran und ihr habt auch schon eure Plenticore darauf vorbereitet, dass das in Zukunft funktioniert, dass ihr rein theoretisch auch diese Speicher, die man zu Hause stehen hat, netzdienlich, sagt man dann auch, zur Verfügung stellt. Und da kann man jetzt einfach mal ein bisschen in die Zukunft spinnen, da könnte man sich vorstellen, ja, da stellt man dann so seinen Batteriespeicher zur Verfügung, da kann dann der Netzbetreiber sozusagen drauf zugreifen, da gibt es natürlich auch wieder noch viel zu klären, bürokratisch und alles. Aber dann würde ich eventuell sogar Geld dafür bekommen, dass ich da meinen Speicher zur Verfügung stelle, weil dann muss der Netzbetreiber nicht irgendwelche Speicher aufstellen, sondern das meine mit. Das klingt vielleicht erstmal komisch, wie, dann nimmt mir mein Netzbetreiber dann da Strom raus, aber der balanciert das natürlich im besten Falle so gut aus, dass ich davon eigentlich gar nichts bemerke. Und wenn ich dann mal ein bisschen weiterspinne, dann könnte man sich vorstellen, ich gebe meinen Speicher zur Verfügung, dafür kriege ich vielleicht ein kleines Guthaben vom Netzbetreiber über ein paar Kilowattstunden. Also da kann man sich ja richtig viel schöne Dinge vorstellen und da arbeitet ihr auch dran. Ja, tatsächlich ist es heute schon so, dass die Plenticore-Wechselrichter schon so ausgestattet sind, dass sie externe Batteriesteuerung ermöglichen. Wir müssen noch ein bisschen auf die Energieversorger warten, wie sie dann wirklich viele kleine, teilige Speicher auch steuern wollen. Es ist aber bereits alles, ist schon da. Also wir sind bereit dafür. Und das ist, finde ich, das Interessante auch daran, deswegen wollte ich auch diesen Ausblick geben, weil es ja jetzt nicht was ich mir kaufe für 2-3 Jahre und dann überlege ich es mir anders, sondern das ist ja eine Investition für viele, viele Jahre, für die Zukunft. Deswegen fand ich es persönlich total interessant, auch nochmal euch diesen Ausblick am Schluss mit auf den Weg zu geben, damit ihr wisst, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf die Produkte und das gesamte System von Kostal setze, bin ich auch für die Zukunft gerüstet. Das klingt doch richtig gut. Ich wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg. Danke dir, Kai. Ja, und ich würde mal sagen, wir sehen uns bestimmt mal bald wieder. Ihr schreibt mal eure Kommentare, eure Fragen unterhalb des Videos in die Kommentare rein, weil dann kann ich nämlich Kostal fragen, ob sie da mal vielleicht auf eure Fragen noch weiter eingehen. Danke dir, Kai. Danke dir. Dankeschön. Ciao. Ciao, tschüss.